Geile Pfeile. Ja, hi, hallo und herzlich willkommen. Geile Pfeile. Jungs, ihr wisst, was das heißt. Da gibt es ordentlich was zum Raspeln. Ja, dann wäre es ja eigentlich ein geiles Raspel. Aber jetzt geht's um beides. Pfeilen und Raspeln. Für Holz und Metall. Tja, der denkt sie euch jetzt, der hat einen Knall. Hab bestimmt auch. Aber wieso komme ich dazu? Das ist mein zweites Hobby. In meiner Ausbildung zum Industriemechaniker habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr lang gefeilt. Alles Mögliche. Zum Beispiel hier so einen Höhenreißer. Das bräuchte eigentlich noch ein Stückchen Granit dazu. Muss ich mal schauen. Oh, hier ist falsch eingestellt. Muss man die Reißnadel ein wenig vorschieben. Dann geht es nämlich ganz nach unten. Es ist nämlich so angelegt, dass man da von 0 bis 200 alles anreißen kann. Und das Teil habe ich komplett selber hergestellt. Komplett selber gefertigt aus Metallen in meiner Ausbildung. Da oben ist noch ein Reißnadelversteck mit einer Messingschraube. Ja, da ist noch eine selbst gedrehte und gehärtete Reißnadel drin. Die kann man auch da oben reinmachen. Genau das war der Clou bei der Geschichte. Dann ist das Ganze nämlich auch noch ein Zirkel. Möchte euch auch zeigen. Dann klicken wir es hier an und dann kann man hier einmal im Kreis anreißen. Das ist auch ein smartes Multitool. Das gibt es aber so nicht zum Kaufen. Das muss man sich selber bauen. Und es hat noch ein Gimmick und noch ein Extra. Und zwar hier unten haben wir hier Spannvorrichtung für eine Bügelmessschraube. Aber Messwerkzeuge mache ich vielleicht nochmal Spezial. Oh, das hier habe ich selber gefeilt. Das hier ist so ein Zweikomponenten-Hartkunststoff. Da seht ihr, da ist ordentlich Ballistol oben, dass das nicht noch mehr verrostet. Das ist brüniert, glaube ich, heißt es. Wenn man den Kunststoff hier feilt, dann stinkt es ganz ordentlich. Und da unten dieser Gegenhalter, das war das erste Teil, was ich gefeilt habe in meinem Leben. Und das war 5, das weiß ich noch. Das hat der Herr Metterlein mit einer 5 bewertet, weil das hatte so einen richtigen Bügel. Nachdem wir ein halbes Jahr gefeilt haben, habe ich da auch selber so mein Haarlineal draufgehalten und haben gedacht, alter Schwede, was hast du denn da zusammengefeilt? Das ist ja Scheps, aber Übung macht den Meister. Und am Schluss, das letzte Teil war diese U-Stahl, den wir feilen mussten. Also wirklich alles gefeilt, nichts gefräst. U-Stahl ganz besonders schwierig, weil muss alles passen, die Winkel hier, da drüber. Und da hat sich der eine oder andere wirklich, wirklich die Zähne dran ausbissen. Ihr seht ja, 341, das war meine Nummer damals. Und hier Aluminium, Messing, Stahl, Hartkunststoff, also in einem Teil ganz viele verschiedene Materialien, die wir kennengelernt haben. Das kann man auch hier nochmal so reinstecken. Das sind auch alles Passungen, die sind Grieben. Ja, und da habe ich mich austoben dürfen und zwar mit Pfeilen. Und da möchte ich euch ein bisschen was drüber erzählen, habe ich ja eh schon. Aber da kann ich meine Erfahrungen mit euch teilen. Es gibt verschiedene Pfeile. Hier seht ihr wieder die historische Sektion. Und zwar ist das natürlich ein Raspel und das geübte Auge sieht, dass das hier nicht unbedingt der Pfeilenheft ist, sondern eher das von einem Stemmeisen. Aber das hier ist ein ganz typische Holzraspel. Man sieht es hier an dem Profil. Und zwar ist das eine Halbrundfeile? Hier unten kann man flach feilen und hier rund, zum Beispiel, wenn man Radien feilen will. Und ja, da ist wirklich die Übung angesagt. Die brauchen wir beim Feilen und beim Raspeln im Holz, genauso wie im Metall. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich damals meine Ausbildung bei der Schwabenpräzision machen durfte. Da war meine Ausbilder, der Kuhberger und der Herr Metterlein. Die haben mir das beigebracht, haben da bestimmt auch einiges an Nerven eingebüßt mit dem Stefan. Und da haben wir aber mit Metallfeilen gearbeitet. Das gibt es auch noch. Das ist eins zum Schrubben. Das hier ist zum Schlichten eher, also mit einem feineren Hieb. Das ist auch eine Halbrundfeile, wie ihr seht. Was steht denn da unten? Nur der Hersteller. Das ist also ein historisches Werkzeug. Da steht oben irgendwas, was ich nicht lesen kann. Sandstr Patent. Guss, okay, also ist irgendein Patent. Es gibt Dreiecksfeilen, ja, da kommt man schön in die Ecken rein. Ihr seht, da habe ich auch schon andere Sachen gefeilt. Und dann ist immer wichtig, dass man gute Drahtbürste hat, ja, Feilenpflege. Und da kann ich euch nur empfehlen, diese Top, zum Beispiel hier Messingbürste von der Firma Lessmann.
Die sind bei uns ums Eck in Oettingen und die machen Top-Drahtbürsten. Wirklich. Tolle innovative Firma, kümmert sich auch um ihre Mitarbeiter. Die haben tolle Programme. Ich glaube, da kriegt das jeder so ein Fahrrad, wenn er will. Das ist toll. Auf jeden Fall die Firma. Sind zwei Brüder, die das machen. Machen da einen tollen Job. Wird auch immer größer. Haben die auch verdient. Coole Nummer. Und da gibt es ja in jeder verschiedenen Variante solche Drahtbürsten. Zum Beispiel die hier. Steht Roki oben. Weiß jetzt nicht unbedingt, ob die von Dessmann ist. Aber die haben ganz, ganz verschiedene. Feine, große, kleine. Mit Kunststoff, aus Holz, mit Draht und ohne. Ja, auch hier zum Fein, sauber machen. Also, coole Nummer, die Firma. Hier die 128, 151, könnt ihr euch da bestellen. Dann stehe ich eigentlich auf so Holzfeilen, weil das hinterlässt keine Blasen. Wenn man da mal einen Tag, also so Arbeitstag hat ja in der jedem Teil 7 Stunden oder 7,5, je nachdem, wie das aufteilt ist. 35 Stunden sind es meistens in der Woche. Und wenn man da 7 Stunden an der Werkbank steht und feilt, dann ist man echt über solche Holzhefte sehr glücklich. Ja, was brauchen wir da noch? An Lumpen. Drahtbürste haben wir schon gehabt. Und wir haben immer die Jungs aus dem ersten Lehrjahr dann in die Werkzeugausgabe geschickt und haben gesagt, hol mal ein Päckle Feilenfett. Und dann sind die hochgekommen und waren sauer, weil wir sie natürlich verarscht haben. Sowas gibt es nicht. Aber wenn man Aluminium feilt, habe ich gelernt, nimmt man immer einen Spiritus. Und das sieht man hier auch. Also ich denke, das ist jetzt nicht vom Feilen. Man kann da verschiedene Oberflächengüten erzählen. Das war tipptopp, dass halt nur schon über die Jahre verschiedene Kratzer reinkommen. Und wenn man da ein bisschen Spiritus auf die Schlichtfeile macht, dann kann man da ganz feine Oberfläche erzeugen. Und das ist auch, sage ich mal, das Schwierige am Feilen, dass man das Maß und die Oberflächengüte zur gleichen Zeit erreicht. Weil wenn sie da nur ein Spänchen in die Feile reinfrisst, wenn man nicht genügend Spiritus da oben hat, dann zieht sie die von vorne bis da hinten durch und dann ist die Oberfläche schlecht. Und wenn die Oberfläche schlecht ist, dann kommt der Herr Mettelein und gibt einmal 5. Das weiß ich, das war tolle Zeiten. Der Andi Meier, der hat da mit dem Spiritus nicht gestrahlt. Und dann ist der Otto gekommen und hat gesagt, Andi, das ist nicht zum Saufen da. Dann hat der Andi gesagt, echt? Und dann hat es gescheppert. Genauso wie der Peter, weil nach dem Feilenschleifen haben wir, nach dem Feilen haben wir Bohrer geschliffen. Und da haben wir erst eine Feilenlehre geschliffen. Und dann haben wir immer die Bohrer geschliffen da, auch tagelang. Und der Peter ist dann auf die Idee gekommen, er kann das jetzt. Und er ist fertig mit Bohrer schleifen. Und war auch recht frech. Und dann ist der Otto runtergegangen und er hat so ein richtig, so ein 60er Bohrer hat er sich genommen und hat vorne die Querschneide abgeflext. Und das habe ich in der Berufsschule gelernt. 2/3 der Kraft, die man beim Bohren braucht, gehen über die Querschneide verloren. Und die war dann weg, mussten wir die wieder herstellen. Und bei so einem 60er Bohrer ist man da 3 Wochen beschäftigt, bis die wieder dran ist. Wäre ja auch nie vergessen und der Peter bestimmt auch nicht. Aber aus dem ist auch was geworden, der ist jetzt beim KÜS-Prüfer. Ja, und macht da in Autos und guckt, dass die Autos ordentlich in der Weltgeschichte umeinander fahren. Okay, soweit zu dem kleinen Exkurs. Haben wir gehabt: Halbrundfeilen, Raspeln, Feilen, Dreiecksfeilen und dann die ganzen Flachfeilen. Und da sieht man auch, die sind immer gebogen, also die haben eine konvexe Buckelwiehex oder konkave Seite. Und je nachdem, was man feilen muss oder wie die Oberfläche ausschaut, kontrolliert man dann immer mit dem Haarlineal. Da habe ich jetzt, glaube ich, gar keins am Start. Aber je nachdem muss man die Seite verwenden. Und ihr seht hier, die sind voll zugfressen. Muss man mal gucken. Ah, schon wird sauber. Und die Anzieh-Schnittmatten schmutzig. Aber so, wenn wir die in die Schublade hineingelegt hätten, dann hätte es am Freitag ausgeklärt. Dann wären wir nicht um 12 Uhr heimgegangen, sondern hätten die noch sortiert. Und so war das damals in meiner Ausbildung. Wenn du das heute machst, dann kommen gleich die Eltern und sagen, Mimimi. Aber aus mir ist auch was geworden. Die Ausbildung hat mir immer was gebracht. Das war wichtig in meinem Leben und ich würde es wieder so machen. Ja, dann haben wir hier wieder, sind wir wieder im Holz, also das ist querbeet. Und dann gibt es halt noch Rundfeilen. So. Und das hier, seht ihr, oh, da war der Stefan wieder. Oh, der Otto, das, wenn er sieht, irgendwo im Öl unterwegs und hat irgendwas durchgestudert. Ja. Ich verspreche es, ich mache es dann mal sauber. Und hier haben wir noch eine quadratische Feile. Da kann man auch schön in Ecken feilen. Wo kann man das brauchen?
zum Beispiel bei solchen Profilen, müsst ihr euch mal immer überlegen, über die Länge, wie schwierig das wird, dass das auf beiden Seiten passt und der Winkel und so. Also das hier ist schon große Kunst, sowas rauszufallen. Also ich möchte mich jetzt nicht selber hier zu hoch loben, aber ich war auch nicht alleine, das haben die anderen auch toll gemacht. Dann ist hier noch kleine Dreiecksfeile, Rundfeile, und die gibt es heutzutage, haben wir ja gerade gehabt, von der geilen Feile. Und es gibt auch die Schleifer aus Paris, und was die Schleifen, das schleifen die sicher und gewiss, wo wir bei Dickwerkzeugen wären. Und zwar hier so ein Feinsatz, deutsches Qualitätserzeugnis, auf Flachfeile, auf der einen Seite mit einem Kreuzhieb, da gibt es auch verschiedene Hiebe, oder einfach nur mit so einem, ja, was ist das, 45 Grad Hieb oder 30 Grad Hieb. Dann gibt es Spitzfeilen, haben wir schon gehabt, Vierkantfeilen, je nachdem was ich feilen möchte, Rundfeilen, Dreiecksfeilen und Halbrundfeilen. Und auch in klein, ne, wenn man kleine Sachen feilen möchte, die gibt es beim Hoffmann oder eben vom Dick. Und das sind tolle Tools, da kann man sich selber helfen. Und das Tolle ist, müsst ihr selber, da hörst du über die Feilen, je nachdem was man machen will, kann man sich immer aussuchen, was für Feile das man nimmt. Es gibt auch Feilen in diesen Multitools. Zum Beispiel beim Spirit X von Victorinox. Schauen, wo die Feile da versteckt ist. Das lässt sich schon mal besser schließen als das von Bessie. Hier ist die Feile. Ja, ich gehe jetzt raus. So, ja, die hat auch hier Kreuz und auf der anderen Seite so einen einfachen. Kann man nicht nur die Nägel feilen, sondern auch Metall. Und die muss man hier wieder entriegeln, dass die reingehen. Also auch bei den Multitools hat man kleine Feile, wenn man mal irgendein Grad entfernen muss oder was anderes. Und beim Grad entfernen, ha, cooler Übergang, da gibt es noch zwei andere Tools. Bei Blue Tools habe ich vergessen, da lag das drin, ist auch ein bisschen lila. Ja, was ist das? Das ist auch ein Gradungswerkzeug. Und zwar kann man hier, zack, auch den Grad entfernen, schon kann man sich nicht mehr schneiden. Mache jetzt auch gleich da oben, wenn wir schon dabei sind. Also hier für die Leute, die Leichtmetalle bearbeiten, das ist eine coole Sache. An manchen Stellen kommt man Feile nicht rum. Also, das ist hier auch ein ganz cooles Tool. Und natürlich dann sowas wie ein Dreikantschaber. Wo ist er? Ja, das ist auch das Gleiche. Da kommen auch schön rein. Viele Grüße an die Jungs am Gratisch bei der Firma Ohnhäuser. Die arbeiten viel mit solchen Dingen. Und ja. Ist auch was zum Entgraten, wo man Pfeile ja auch dazu hernehmen kann. Und was kann man mit Pfeilen sonst noch machen, außer Höhenreise und alles Mögliche aus Metall und Holz auf Maß und Oberfläche zu bringen? Man kann die Kettensäge schärfen. Und da habe ich auch welche. Das sind diese Pfeilen, je nachdem, was man von Hieb hat, immer vorne mit so einem Heft oder nicht mit einem Hieb. Und dann kann man hier schön die Kette schärfen. Und genauso habe ich das gemacht. Jetzt muss ich das da hinten schnell euch noch was zeigen, muss ich schnell noch holen. Und zwar habe ich immer 5, 6, 7 Mal die Kette, zum Beispiel wenn man im Wald ist, von Hand geschärft. Und dann gibt es noch Schleifgeräte dafür. Das muss ich auch gleich anbringen. Und zwar, wenn das dann werden die Zähne ein bisschen unterschiedlich, weil man nicht gleich feilt. Also wenn man genügend Hiebe immer auf jeder Seite macht, dann werden die gleich. Aber wenn man das nicht ganz im Kreuz hat, dann gibt es so ein Tool. So eine Schleifenmaschine, die ist normalerweise hier montiert, die habe ich jetzt aber weggemacht, um die Videos zu drehen, und da kann ich dann auch schön meine Ketten schleifen. Und zwar messe ich dann immer mit dem Messschieber, wie lang die Zähne sind, stelle das ein und sind wieder alle Zähne gleich lang. Und das Tolle ist, wenn man so eine Kettensäge ordentlich schärft, dann wird die scharf wie der Teufel persönlich, und da fallen da solche Spänchen raus, und dann ist man glücklich. Ja, und was ich halt hier noch habe, außer den, sage ich mal, nostalgischen, ist halt hier einfach so ein feines Set von Dick. Da ist dann alles drin, was das Herz begehrt. Und zwar für Metall, da gibt es dann auch Schlichtfeilen, kleine Feilen, große Feilen, mit Hieb, Kreuzhieb, mit 45 Grad. Da steht auch immer oben 3, 2, 1. Das sind alles 2er. Das hier ist 1er, also der grobe. Und damit kann man wirklich schöne Metall feilen. Also da kann man auch einen Schraubstock feilen, wenn man es kann. Ja. Und dann packen wir das schön zusammen. Und dann hat man hier alles am Mann, was das Herz begehrt. Und dann kann man was schaffen, die der Schwabe sagen. Okay,
Das war's. Fein, spezial, kurz und bündig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und wenn nicht, kommentiert mal, was ich vergessen habe. Ich wünsche euch noch was. Tschüss, ciao.